Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Star und Orlen. Gemeinsam mehr bewegen. Und wir machen gleich mal den Schwenk zu unserem nächsten Thema. Noch ist die Geiststunde nicht erreicht. 23.58 Uhr, jetzt 59. Und wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass es ja eigentlich im nächsten Jahr das große Comeback des großen Preises von China nämlich geben sollte. Wir sehen es hier. Man hat, es gab ja schon im Entwurf des Rennkalenders die Spekulation, dass man Shanghai zurückholen könnte. Und schon da hatten unheimlich viele Experten auch erst stark bezweifelt, ob das angesichts der Zustände, wie sie immer noch in Shanghai herrschen. Wir können uns da mal noch ein paar Bilder anschauen, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Bilder, die angstbereitend fast schon sind. Also das sind Bilder, wie wir sie selbst in Deutschland zu keinem Zeitpunkt erlebt haben. In dieser Dramatik, selbst in den Hochzeiten der Corona-Pandemie, gab es solche Bilder nicht. Und Shanghai verfolgt ja im gesamten Land, oder hat, muss man sagen, hat eben das Null-Covid-Konzept verfolgt. Also man hat bei den kleinsten Corona-Zahlen oder bei den kleinsten Corona-Infektionszahlen gleich schon strikte Maßnahmen beschlossen, eben dass da Häuser eingezäunt wurden, es gab Ausgangssperren, nur aus ganz triftigen Gründen durfte man überhaupt aus dem Haus, eben eins der Gründe war eben zum Testen zu gehen und ganz wenige Leute durften dann überhaupt nur noch zum Einkaufen gehen, wenn überhaupt. Also das waren lange Zustände. Es gab unheimlich viele Proteste eben in Shanghai, weil sich das mit der Zeit immer weniger haben gefallen lassen, diese Zustände, diese extremen Zustände, wie sie in Shanghai herrschten. Und trotz dieser Bilder, die nicht erst seit quasi gestern irgendwie zu sehen sind oder herrschen, oder diese Zustände, die herrschen ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit Monaten, hat man sich seitens der Formel 1 optimistisch gezeigt, im nächsten Jahr am 16. April den China Grand Prix wieder austragen zu können. Und vor kurzem wurde dann klar, nee, das wird irgendwie dann doch nichts, glaube ich, wo sich jeder ja so ein bisschen eher so Stirnrunzeln gefragt hat, wie kam man überhaupt auf die Idee. Es war löblich, dass man vielleicht ein bisschen optimistisch war, aber angesichts der Dramatik, der Bilder, wie wir sie gerade gesehen haben, auch wenn man jetzt langsam aufgrund dieser ganzen Proteste ein bisschen abrückt von dieser Null-Covid-Strategie, aber es ist nicht so, dass jetzt das ganze Land wieder offen ist. Zwar gibt es immer noch heftige Proteste eben, wie ich finde auch zu Recht. Also das sind ja schon wirklich auch Bilder, wie sie so in der Form wirklich eine Seltenheit sind, aber eben in Shanghai, im gesamten Land, sind sie an der Tagesordnung leider Gottes und das schon seit Monaten. Jedenfalls hat man sich dann seitens der Formel 1 entschieden, nee, das scheint irgendwie doch nicht so ganz zu klappen, dass da bis zum 16. April nächsten Jahres auf einmal diese Null-Covid-Strategie, diese ganzen Einschränkungen, diese massiven Einschränkungen dann da aufgehoben sind. Hauptknackpunkt war vor allen Dingen eben auch gerade, was die Quarantänefrage nämlich betrifft. Man hatte irgendwie wohl die Hoffnung, dass es Ausnahmen geben sollte, eben für Formel 1-Personal. Aber eben diese Ausnahmen, die hätte es nicht gegeben. Und so, dass man dann auch gesagt hat, okay, das, unter diesen gegebenen Umständen macht das keinen Sinn. Und wir nehmen also Shanghai aus dem Rennkalender raus. Und so sind es dann erstmal nur 23 Rennen gewesen und dann gab es ja auch die Vermutung oder vielmehr die Spekulation, wer könnte anstelle von Shanghai dann an den Start gehen. Es wurde Portimao genannt, es wurde Malaysia genannt, also viele Wünsche eben auch von Formel 1 Fans, eben gerade auch Portimao. Wir wissen, gerade in Corona-Zeiten bei uns in Deutschland oder vielmehr generell auf der Welt, als ist da Portugal eingesprungen. Und waren ja auch zwei spannende Rennen, die man in Portimao da erleben konnte. Und da hat man gedacht, okay, vielleicht kommt Portimao nochmal zurück oder wieder zurück. Viele wünschten sich eben auch Malaysia, also Sepang, wieder zurück. Einige andere nannten eben auch Istanbul, also der Türkei Grand Prix. Jetzt kann man sagen, die Formel 1 hat sich entschieden, nein, es wird keinen Ersatz für den China Grand Prix am 16. April geben, sondern es wird eben nichts geben. Also es wird auch nichts verändert.
Das heißt, das, was um den 16. April, um das Wochenende vom 16. April herum geplant gewesen wäre, wird ersatzlos gestrichen. Man sieht auch nichts vor und auch es gibt keine Veränderungen. Mit der Konsequenz, wir haben 4 Wochen Pause direkt im April. Wir sehen also hier jetzt auch den neuen quasi Rennkalender, den neuen offiziellen Rennkalender, eben Bahrain, also am 5. März, 2 Wochen später, dann geht es nach Saudi-Arabien in Jeddah. Dann weitere 2 Wochen eben gibt es dann Melbourne und dann haben wir die erste 4 Wochen Pause. Ja, was ich so total sinnlos finde, muss ich ehrlicherweise sagen, das stößt ein bisschen bei mir auf Unverständnis. Wenn ich diese Bilder kenne seit Monaten, wenn ich es schon optimistisch da reinsetze, okay, dann aber sollte ich entweder einen Plan B in der Hand haben oder ja, nicht dafür sorgen, dass da eine 4-Wochen-Lücke herrscht. Jedenfalls haben wir 4 Wochen, bevor es dann Ende April weitergeht in Baku, in Aserbaidschan. Eine Woche später geht es dann nach Miami, der erste USA Grand Prix des Jahres 2023, der erste von 3. Dann 2 Wochen später geht es dann nach Imola, der Italien Grand Prix und dann, wobei es ja eigentlich der Emilia-Romagna Grand Prix ist an dieser Stelle. 28. Mai, was wir dann hier sehen, sehen wir dann eben Monaco wieder am Start, wo ja auch noch Fragezeichen waren. Also Mitte des Jahres war ja auch unsicher, wie es da weitergehen soll. Für nächstes Jahr wurde Monaco bestätigt, aber die Zukunft ist da ja auch noch offen. Eine Woche später geht es dann nach Barcelona, nach Spanien, bevor es dann 2 Wochen später nach Montreal, nach Kanada geht. Und dann geht es dann weitere 2 Wochen später nach Spielberg, nach Österreich. Eine Woche später dann nach Silverstone, England. Und dann am 23. Budapest, eine Woche später dann Belgien. Also da wird Belgien dann vor der Sommerpause zum Austragen kommen. Es war ja diesem Jahr eben so, dass es ja der erste Grand Prix nach der Sommerpause war. Dann haben wir die zweiten 4 Wochen Pause, also die eigentliche Sommerpause dann. Und dann geht es dann eben am 27. August nach Zandvoort eben, wo ja, da kommen wir nachher auch noch dazu, die Zukunft ja auch gesichert ist. Eine Woche später dann nach Monza, der zweite Italien Grand Prix. Und dann 14 Tage später nach Singapur, bevor es dann wiederum eine Woche später nach Suzuka geht. Und dann kommt am 8. Oktober Katar. Ja, das ist ja auch, ich bin mal gespannt, ob es da auch eine ähnliche Diskussion gibt, wie wir es jetzt mit der Fußball-WM erlebt haben. Katar eben ja auch ein sehr, um es mal galant zu formulieren, kritikwürdiges Land. Aber das ist ein anderes Thema. 2 Wochen später dann der zweite Grand Prix in den USA in Austin. Und eine Woche später dann geht es dann nach Mexiko-Stadt, bevor es dann in die letzten 3 geht. Am 5. November kommt Sao Paulo, die Premiere an einem Samstag. Nämlich am 18. November Las Vegas, der dritte von 3 USA Grand Prix im kommenden Jahr. Und das Saisonfinale dann am 26. November wieder in Abu Dhabi. Also, es wird also im kommenden Jahr eben keinen großen Preis von China geben im Rennkalender. Es bleibt bei 23 Rennen. Trotz allem ist es nach wie vor ein Rekordkalender. Dieses Jahr hatten wir 22, wo ja ursprünglich 23 geplant gewesen wäre. Da ist ja der Russland Grand Prix ersatzlos gestrichen worden und gänzlich aus den weiteren Planungen auch für die nächsten Jahre rausgeflogen. Man hat Abstand davon genommen, wird also auch in den nächsten Jahren keinen Grand Prix in Sochi geben. Und ja, eben nächstes Jahr 23, also auch neuer Rekordkalender. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.